Das als reines chemisches Element bezeichnete Wismut, auch Bismut benannt, hat viele Fundstellen wie Südamerika, Kanada, China oder zum Beispiel Italien und Spanien. Dieses Kristall ist ein sprödes, silbrig-rötlich-pink glänzendes Metall und kristallisiert unter bestimmten Laborbedingungen aus der Schmelze bei 270 Grad heraus. Dadurch entstehen synthetisch hergestellte, würfelähnliche, teils trigonale Strukturen mit bunten Anlauffarben. Wismutkristalle können freischwimmend in der Schmelze wachsen und sind dekorative, filigrane, treppenartige Sammlerstücke, die innerhalb weniger Minuten beim Abkühlen entstehen. Bismut wird zum Beispiel in Sprinkleranlagen als Schmelzsicherung oder wegen seiner desinfizierenden Wirkung auch für medizinische Zwecke genutzt. Wegen seiner starken diamagnetischen Eigenschaft kommt diese Substanz besonders bei technischen Anwendungen zum Einsatz. Ein Mineral, das nach der Schmelze durch seine Farbbrillanz in jede Vitrine passt.